Hier eine sehr einfache Anwendung einer Vergleichsspannungshypothese. Wir haben Platten in A' und B' gegeben, die quadratisch sind und eine Seitenlänge A und B besitzen. Die zulässige Flächenpressung für diese Platten ist das gegebene Sigma zulässig. Diese ist natürlich einzuhalten. Und die Platten sind nur in Vielfachen von 10 mm erhältlich. Zu bestimmen ist also nun die Seitenlänge der Platte A' von A und die Seitenlänge B der Platte B', sodass die Flächenpressung eingehalten werden kann. Wir haben also jetzt einen Träger. Wir gehen wieder ganz an den Anfang. Wir müssen also Gleichgewicht wieder aufstellen in dem Fall und Auflagerreaktionen bestimmen. Unter der Annahme, dass man diese Auflage an diesen I-Trägern als eine Kraft hinschreiben kann, vereinfachen kann. Und die Frage ist, wenn man weiß, wie groß ist die Kraft auf so eine Platte, quadratische Platte in A' und B', wie groß müssen die Platten sein, damit das Material der Belastung standhält? Ja. Gut, also wir rechnen einfach aus, was brauchen es für Platten von der Größe her, wenn das Material fixiert ist, vorgegeben ist. Und dazu brauchen wir Freikörperbild natürlich, weil wir müssen einmal die Kräfte bestimmen zuerst, die da auf die Platten wirken. Also hier haben wir überall die Länge L, gleiche Abstände. Die Streckenlast habe ich durch die resultierende Q ersetzt, sofort. Und dann schreiben wir gleich her, wie groß Q ist, nämlich QB mal 2L. Wenn Sie das einsetzen, sollten da 45 kN rauskommen für Q als Zahlenwert. Und dann stellen wir das Gleichgewicht auf. Nach oben positiv, FA plus FB minus Q minus P ist 0. Und ein Moment, und zwar habe ich es so herum positiv im Uhrzeigersinn, um den Punkt A, das lautet dann plus Q mal L minus FB mal 2L plus P mal 3L ist 0. Aus diesen beiden Gleichungen kann man sich sofort FB und FA ausrechnen. Für FB sollte man 33,75 kN rauskriegen. Und für FA 18,75. Und damit ist einmal klar, die setzen sich natürlich fort auf die Platten runter. Das ist die jeweilige Druckkraft auf die Platten in A' und B'. Und jetzt müssen wir die Vergleichsspannung bemühen. Und jetzt ist die Frage, naja, wie hängt die Kraft mit der Spannung überhaupt zusammen? Sigma ist F durch A, ja. Für eine Normalkraft entsteht eine Normalspannung aus Division durch die Fläche. Und wir haben eine zulässige Spannung gegeben. Und die muss natürlich maximal gleich, aber besser größer sein als das Sigma, das man aus der jeweiligen Kraft kriegt. Daraus folgt dann, dass die zulässige Spannung für die Platte genau das F durch A sein muss. Je Platte. Das gilt für beide natürlich allgemein. Und dann nehmen wir das FA und FB jeweils und rechnen uns halt aus, wie groß dann die Fläche sein muss. Beziehungsweise, wenn wir sofort einsetzen, dass die quadratisch sind, einfach die Seitenlänge. Das A, die Fläche der Platte, pro Platte, muss größer sein als die Kraft, die drauf normal wirkt, dividiert durch die zulässige Spannung für das Material, die vorgegeben ist. Und für die Platte in A' bedeutet das, wenn wir gleich für die Fläche A Quadrat Seitenlänge einsetzen fürs Quadrat, dass das größer gleich Kraft in A
durch Sigma zulässig sein muss, Sigma zulässig ist mit 2,8 Megapascal geben. Das steht, glaube ich, 2800 Kilopascal, ja, da müssen Sie halt umrechnen. Dann kommt hier raus für a Quadrat, dass das größer sein muss als 6696 Quadratmillimeter, sprich die Seitenlänge a muss größer sein als 81,8 Millimeter, wenn Sie die Wurzel draus ziehen. Und es steht ja explizit oben, die zulässige Größe der Platte in ganzen 10 Millimetern, also in Zentimeterschritten. Das heißt, was darf man dann nehmen, wenn 81,8 Millimeter rauskommt? 90. 90, ja. Das Höhere natürlich. Das heißt, die Platte hat in A am besten eine Seitenlänge von 9 cm. Und in B genauso. Da ist die Seitenlänge klein b, das muss dann natürlich größer gleich im Quadrat, größer gleich fb durch Sigma zulässig sein. Sigma zulässig ist gleich. Das sind 12.053,6 Quadratmillimeter. In fb ist die Kraft ja wesentlich größer, genau. Das heißt, die Seitenlänge b ist 109,8 mm mindestens, also wählen wir aus, B ist 11 cm. So, und damit sind die Platten ausgelegt.